Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich begrüße Sie zusammen heute hier zum Webinar mit David Varney, passives Einkommen durch Expert Advisor mit Vor- und Nachteilen. Wir springen mal direkt zum Risikohinweis. Ja, ganz wichtig, das Webinar stellt keine Anlageberatung dar und ist auch keine Handelsempfehlung. Ja, es dient wirklich rein nur zu Schulungszwecken. Ja, im Endeffekt müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Okay. David, ich würde sagen, ich übertrage dir mal den Bildschirm. Ja, sehr gerne. So, das sollte jetzt getan sein. Genau, kurz noch den Bildschirm auswählen. Perfekt. Ja, vielen Alles Dank für deine klar. Einleitung. Gerne. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Und Alles damit klar. viel Spaß. Perfekt, danke dir. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar. Heute habe ich wieder die Ehre, mit Ihnen den nächsten, ja, maximal 60 Minuten verbringen zu dürfen. Mein Name ist David Warney und ja, ich bin Gründer und Geschäftsführer von der IOCAMP GmbH. Uns gibt es inzwischen, wir haben diese Woche oder letzte Woche erst Geburtstag gefeiert, inzwischen seit 4 Jahren am Markt. Und wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit dem Thema Expert Advisor, Handelssystem, also generell die Automatisierung an der Börse. Also ich finde ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich selbst bin so ein bisschen aufgewachsen in dem Thema. Ich glaube, deswegen habe ich so die Bindung dazu oder ja, ich liebe dieses Thema einfach, weil relativ früh, direkt nach der Schule, wir in einer Vermögensverwaltung angefangen zu arbeiten und diese hat halt genau das gemacht, wofür wir heute stehen. Also die haben selbst Handelssysteme entwickelt, also Strategien entwickelt, Handelssysteme programmiert und ausschließlich eigenes Geld an der Börse verwaltet und zwar auch ausschließlich automatisiert. Das hat mich natürlich angefixt, also es war eigentlich so gar nicht mein Berufswunsch damals in dem Bereich zu gehen, aber ich glaube, man kann das nachvollziehen, wenn man vor den Charts sitzt und das Thema noch nicht ganz versteht, aber weiß, dass da Roboter laufen, die automatisiert Geld verdienen, dann fixt das einen irgendwie an und lässt einen nicht mehr los. Ist inzwischen auch schon, wie lange ist das her? 13, 14 Jahre inzwischen auch schon her, als ich damit angefangen habe. Und ja, heute stehe ich hier und habe die Ehre, mit Ihnen über unser Lieblingsthema zu reden, der Automatisierung. Wir haben gerade jetzt oder auch schon so seit einem Jahr immer so ein paar Begriffe, die auch mal so ein bisschen in den Dreck gezogen werden, passives Einkommen und wir kennen wahrscheinlich alle die Anzeige mit komm in meine WhatsApp-Gruppe und verdiene 10, 20% am Tag. Das macht das Geschäft ein bisschen schwer, muss ich sagen. Das sorgt dafür, dass viele sich dann doch nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Aber wenn wir mal so einen Blick drauf werfen, was bekommen wir heute auf unserem Girokonto, Tagesgeld, Anleihen, wir bekommen eigentlich nichts mehr, sondern müssen noch Geld zahlen, wenn wir eine gewisse Summe erreicht haben. Also die Zeiten haben sich schon stark geändert. Daran dachte man wahrscheinlich vor Jahren noch gar nicht, aber heute haben wir eigentlich nur noch die Wahl zwischen wir nehmen den Negativzins in Kauf oder wir kümmern uns selbst um das ganze Thema. Natürlich auch für später nochmal sinnvoll, was so Altersvorsorge angeht, generell Kapitalaufbau. Da sind wir, glaube ich, jetzt in einem Zeitalter angekommen, wo das immer, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen moderner wird, aber für jeden interessant wird und auch immer weiter nötiger wird oder wichtiger wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und da draußen gibt es ja viele Varianten, die wir haben. Wir können natürlich ganz klassisch wie früher zu einer Vermögensverwaltung gehen, lassen das Geld da und die handeln damit. Oder wir investieren in Fonds oder irgendwelche anderen Investitionsmöglichkeiten. Was mich persönlich in der Regel davon immer abschreckt, ist halt ein Punkt. Ich kann auf das Geld nicht zugreifen, dann, wenn ich möchte. Gerade bei Fonds haben wir so, dann müssen wir große Strafzahlungen zahlen oder wir kommen einfach nicht raus aus dem Vertrag und müssen warten. Und das ist, wir kennen das Leben, wie es läuft, sehr, sehr ärgerlich in der Regel. Vielleicht haben wir gerade diese Situation, das Haus, was wir schon immer haben wollten, wird plötzlich frei. Wir könnten es kaufen, aber kommen gerade nicht an das Geld ran, was wir investiert haben. Ist natürlich traurig, unangenehm.
Oder was auch immer für Punkte im Leben kommen, wo man einfach mal an das Geld ran möchte, was man investiert hat. Das ist hier in unserer Welt zum Glück nicht so. Also sowohl für Sie da draußen als manueller Trader, Traderin oder automatisiert, wenn Sie automatisiert unterwegs sind. Wenn wir jetzt hier bei FX-Werts unterwegs sind, Konten haben, da ist das Geld ja relativ schnell wieder da. Wir können also von heute auf morgen sagen, Trading-Karriere beendet, ich ziehe das Geld raus, tschüss, ich habe es dann wahrscheinlich in wenigen Werktagen wieder auf meinem Konto. Das ist so eine Sache, ich glaube, daran haben wir uns fast schon gewöhnt, so weit sind wir schon, dass wir wissen, wir kümmern uns selbst um das Thema und kommen da auch raus. Aber für viele ist immer noch der Punkt zu weit weg, diese Robotergeschichte, diese Software, und da ist ein Roboter, der das eigene Geld in die Hand nimmt, und ja, man wird reich über Nacht, aber man muss nichts mehr machen und das ganze Geld wird verdient. Damit wollen wir uns heute auch mal beschäftigen. Also die Frage, gibt es dieses passive Einkommen wirklich, so wie es gerne verkauft wird, so wie es verbreitet wird? Also können wir wirklich auf den Knopf drücken und reich werden, ohne irgendwas zu machen? Das ist so die Frage, wo wir heute auch mal raufschauen, wie da die Realität aussieht. Also ich will Ihnen heute gar nicht irgendwie das Ganze zu schmackhaft machen, sondern es wird eigentlich relativ trocken sein von der Realität her. Und ja, Sie werden wahrscheinlich sehen, wie relativ einfach das Thema dann doch wiederum ist. Ist natürlich kompliziert. Trading an sich ist schon eine Wissenschaft für sich. Das werden Sie wahrscheinlich alle nachvollziehen können. Und dann die Programmierung, ein eigenständiger Beruf oder ein eigenständiges Studium ist auch nochmal ein Thema. Und das Ganze zu verbinden, das ist schon eine Lebensaufgabe. Und dafür gibt es uns, oder dafür haben wir heute auch das Webinar, um mal zu schauen, ob das ganze Thema für Sie interessant ist. Das heißt, wie können Sie sich durch automatische Handelssysteme ein passives Einkommen aufbauen? Und wie passiv ist es wirklich? Das sind so die Schwerpunkte, die wir heute ein bisschen durchgehen wollen. Wir auch schauen, was ist in der Realität möglich? Also einfach mal durchrechnen. Ich habe schon jetzt 2000 Euro zur Verfügung für das ganze Thema. Ich investiere es. Was kann ich davon erwarten? Welche Risiken habe ich? Wie sieht die Realität aus? Und wie sehen die Angebote aus, von denen wir eher, ja, Abstand nehmen sollten? Oder wo wir ein bisschen kritischer damit hinterfragen sollen, ob das alles so weit stimmt. Gut. Erstmal generell die Frage. Ich habe die Fragebox hier oben immer auf von Ihnen. Also Sie können gerne zwischendrin einfach fragen, was Ihnen gerade auf dem Herzen liegt, oder irgendwelche Anregungen reinschreiben. Ich habe immer einen Blick drauf. Wenn irgendwas gerade zum Thema passt, nehme ich es gerne rein. Ansonsten haben wir am Ende auf jeden Fall nochmal einen Frageblock. Da beantworten wir dann alle Fragen, die zwischendrin nicht reingepasst haben. Also da soll halt keiner nach Hause gehen mit irgendwelchen offenen Fragen. Okay. Erstmal generell die Frage passives Einkommen. Von der Definition her heißt es ja, wir haben quasi in unserem MetaTrader haben wir einmalig ein Handelssystem aktiv. Nehmen wir hier einfach MetaTrader 4, den kennen wir ja alle, in- und auswendig wahrscheinlich schon. Ich nehme einfach ein System, packe das auf mein Chart. So, und generell muss ich nichts mehr machen. Das System ist jetzt aktiv, es würde jetzt loshandeln. So, wo genau ist da das Passive? Wenn wir die Bilderbuchbeschreibung nehmen, dann heißt es, ich mache nichts, rein gar nichts und verdiene Geld damit. Verlassen wir mal ganz kurz die Trading-Welt. Gehen wir mal in eine Welt rein, die wir vielleicht noch leichter nachvollziehen können, weil wir noch nicht so in das Thema Roboter sind, Immobilien. Ist das auch passives Einkommen? Ja, nein. Ich kaufe mir also eine Wohnung, vermiete sie und ja, muss dafür jetzt nicht aktiv arbeiten. Ich habe sie abbezahlt, die Wohnung gehört mir, ich vermiete sie und verdiene monatlich meine Kaltmiete 1000 Euro. Was habe ich in der Regel für einen Aufwand? Ja, man könnte sagen, das ist passiv. Ich muss eigentlich nichts für machen. Sternchen, also zu 100% ist es ja nicht passiv, sondern wir haben Probleme. Vielleicht müssen Reparaturarbeiten vorgenommen werden. Wir müssen einen neuen Mieter suchen. Und der Mieter zahlt nicht. Also es ist nicht hundertprozentig passiv. Es gibt schon noch Tätigkeiten, die wir durchführen müssen. Gehen wir 2 Schritte weiter. Wir sind ein großer Immobilieninvestor, haben mehrere Wohnungen, mehrere Objekte und kümmern uns gar nicht mehr um die Miete aussuche und um die Vermietung, sondern haben eine Firma gegründet, haben da einen Manager eingestellt, der das ganze Tagesgeschäft von uns abnimmt. Ist es dann 100% passiv? Nein, eigentlich immer noch nicht, weil irgendjemand muss ja den
Manager quasi nochmal überwachen, muss die Zahlen überwachen, muss schauen, macht er das so, wie ich möchte, muss ich vielleicht mir einen neuen suchen oder. Und um jetzt wieder zurückzukehren zu unserer Welt mit den automatischen Handelssystemen, da ist es eigentlich genauso. Also wir haben keine passive Einnahme von 100%, sondern wir müssen uns das so vorstellen, das Handelssystem, das ist quasi unser Manager. Der arbeitet für uns, der macht die ganze Arbeit, so das Alltagsgeschäft. Position eingehen, Position schließen, Stop-Loss anpassen, das Volumen berechnen, alles Mögliche, was wir momentan wahrscheinlich manuell machen, macht der Roboter für uns automatisch. Also das ist quasi der Manager. Was müssen wir machen im Alltag? Also wie kontrollieren wir den oder was müssen wir eigentlich machen? Die Kontrolle ist relativ einfach. Was müssen wir schauen? Wir haben ja unser MetaTrader-Konto, das ist eingeloggt. Das System ist hier gerade aktiv. Ist natürlich nur ein Testsystem. Einfach wild auf irgendeinen Chart angewendet und es läuft. Was ist die tägliche Aufgabe? Ich muss natürlich gucken, ist der MetaTrader eingeschaltet? Ist das Konto eingeloggt? Das sehe ich ja hieran, dass die Kurse ticken. Ist das System noch aktiv? Ist der Handel erlaubt? Ist Ausverkauf? Das ist so die Arbeit, die wir immer noch machen müssen. Das gleiche gilt auch für das Controlling, also aufs Konto schauen und sehen, wie ist die Entwicklung? Läuft es so wie geplant? Oder haben wir schon den maximalen Drawdown aus der Vergangenheit schon überschritten, schon zweimal überschritten? Muss ich das System ausmachen? Kann ich es anlassen? Das ist so das, wo ich sage, es ist natürlich nicht 100% passiv. Meine persönliche Ansicht dazu, da gibt es natürlich auch andere Meinungen, ist aber, dass es in dem Bereich keine oder auf der Welt generell nichts gibt, was so 100% passiv ist. Nicht in der Trading-Welt, nirgendwo. Selbst wenn wir das Geld anlegen bei einem Fonds oder einer Vermögensverwaltung, wir haben da immer ein bisschen Aufwand. Ist auch in Ordnung. Ein bisschen Kontrolle wollen wir ja auch haben. Und das sollten wir auch haben, damit das Ganze auch funktioniert. Was ist die Alternative? Ich aktiviere mein System, mache das Fenster zu. So, Fenster ist weg, ich gucke nicht mehr rauf. Ist dann erstmal passiv, aber ich weiß nicht, was passiert. Gibt es vielleicht morgen ein MetaTrader-Update, lockt sich das Konto aus, gibt es irgendwelche Probleme? Es kann immer mal wieder vorkommen. Soll jetzt nicht heißen, dass täglich hier Aufgaben zu tun sind, immer wieder zu checken, checken, checken und so. Das natürlich nicht. Aber um die Frage quasi abschließend zu klären, der Aufwand für den Betrieb von automatischen Handelssystemen ist sehr, 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 sehr gering. Es ist zu vergleichen mit dem Manager in unserer Immobilienfirma. Man kann einmal die Woche raufgucken, man kann täglich raufgucken, aber der Aufwand ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ja, im Verhältnis. Auch gleich die Frage an Sie da draußen, können Sie mir auch gerne mal reinschreiben, um einfach mal zu wissen, so in den fortlaufenden Themen, nutzen die selbst schon EAs? Beziehungsweise sind Sie noch ganz frisch an dem Thema und sagen, ich habe noch nie ein EA genutzt, also noch nie ein Handelssystem, und bin da quasi noch in der Erfindungsphase. Das wäre ganz gut zu wissen, um so ein bisschen zu schauen, wie tief wir so in den nächsten Punkten noch reingehen. So, perfekt. Dann gehen wir mal kurz zurück in die Grafiken, die ich vorbereitet habe. Eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Nochmal das Thema Vor- und Nachteile. Welches Handelssystem soll ich nehmen? Es gibt da draußen massig an Anbietern. Ich will gar nicht sagen, dass wir die Besten sind, dass alle anderen schlecht sind. Darum geht es heute gar nicht. Da muss sich jeder selbst seine Meinung bilden. Was ich aber bestätigen kann, ist, dass es extrem schwer ist, die schwarzen Schafe herauszufiltern. Selbst für uns ist es manchmal enorm schwer, das herauszufinden. Was meine ich mit schwarze Schafe? Ja, eigentlich kann man einfach sagen, Betrüger. Das heißt, die solche Performance-Kurven hier herausgeben, wo hinter einfach nur Betrug steckt, die halt nicht realistisch sind. So, können wir gerne später nochmal im Detail darauf eingehen. Aber generell so die Frage. Ich würde beispielsweise sagen, heute das Special-Angebot nur für 2 Stunden gültig ist folgendes Handelssystem. Das ist die Performance von, sagen wir einfach mal, von 2010 an bis heute. Wir haben mit 10.000 Euro gestartet, liegen jetzt bei gut, ja, 22.000 Euro, haben also jedes Jahr gut 1.000 Euro so circa verdient. Jetzt die Frage an Sie da draußen: Würden Sie das nutzen und mit echtem Geld handeln lassen?
Oder würden Sie eher sagen, nee, lieber nicht? Das wäre eigentlich mal ganz interessant zu wissen. Einfach gerne ein kurzes Ja oder Nein in den Chat. Dann kann ich David? mal sehen. Ja. Also ich glaube, die Zuschauer sind so ein bisschen, der eine hat noch nicht mit einem Experten gehandelt, der andere handelt schon seit Jahren. Also ich glaube, ein bisschen gestreut an der Stelle. Ja, glaube ich auch relativ gut gemischt. Genau. Auch so die Frage oder den Chart hier bringe ich mal ganz gerne. Die Antworten sind eigentlich bunt durchmischt. Also ich würde so sagen, 70% oder 60% würden sagen, ja, nehme ich, würde ich investieren. Und so 40, 30, 40% würden sagen, nein, lasse ich die Finger davon, weil, aber dann wird es auch schwierig mit der Begründung, wieso eigentlich nicht. Klar, wenn ich hier raufschaue, eigentlich eine schöne Performance. Wir haben ja ab und zu mal Verluste, das passt. Gewinne, aber unterm Schnitt haben wir ganz gute Gewinne. Schauen wir das Ganze mal ein bisschen weiter. Also schauen wir mal einfach mal die Tage oder Wochen oder Monate danach. Wie läuft das Ganze? So wäre es geendet. Das heißt, das Konto wurde immer noch weiter hochgehandelt. Wir sind jetzt hier auf gut 100.000 Euro gekommen, also 90.000 Euro Gewinn. Und dann haben wir den berühmten Margin Call gesehen. Das Konto war komplett weg. Was steckt dahinter? Sie kennen wahrscheinlich die Strategien, die sogenannte Martingale-Strategie. Das heißt, wir verdoppeln einfach immer unsere Positionsgröße. Wir gehen mit 0,01 Lot Long im Euro-Dollar. Er fällt. Wir gehen mit 0,02 nochmal Long. Dann mit 0,04, 0,08. Also erhöhen immer wieder das Volumen. Extrem gefährlich, aber auch extrem verlockend. Das Böse an dem Ganzen ist, dass jeder wird damit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in der Anfangsphase Geld verdienen. Und zwar sehr gutes Geld. Dann kommt die berühmte Gier mit ins Spiel. Wir erhöhen das Volumen, packen noch mehr Geld drauf. Und diese Strategie ist früher oder später dazu verurteilt, dass sie das Konto schrottet. Na, wir können nicht immer richtig liegen. Irgendwann gibt es die Phase, da fällt der Markt und fällt und fällt und fällt und er steigt nicht, obwohl wir unendlich lang nachkaufen. Das funktioniert nicht. Ursprünglich kommt ja die Strategie aus dem Casino, vom Roulette-Tisch. Wir setzen 10 Euro auf Rot, es kommt Schwarz. Wir setzen 20 auf Rot, es kommt Schwarz. 40, also erhöhen immer wieder unser Volumen. Funktioniert auch eine kurze Zeit ganz gut. Also wer unbedingt wieder ins Casino möchte und gerne ein bisschen Geld am Roulette-Tisch verliert, das ist am Anfang eine verlockende Strategie und wird wahrscheinlich ein paar Mal ganz gut laufen. Aber irgendwann kommt die Phase, wo Rot dann von mir aus mal 20 Mal vorgekommt. Also die offiziell gemessenen Phasen davon sind noch viel, viel größer. Das heißt, die Strategie am Roulette-Tisch oder auch im Trading funktioniert dann, wenn wir unendlich viel Geld haben und wenn es kein Tischlimit gibt. Beim Trading ist es dann quasi das maximale Volumen, was wir pro Ticket, also pro Order umsetzen können. Also in der Realität nicht umzusetzen, außer wir möchten das Geld verbrennen, dann ist es eine ganz schöne Strategie. So, schauen wir einen anderen Chart an. Hier wird die gleiche Frage: Würde ich hier Geld investieren? Ja, nein. Wenn wir das mal so anschauen, wir haben hier den Chart von davor. Diesen Chart, ja, sieht eigentlich ähnlich aus. Wir haben aber nicht so starke, ich sag mal, kleine Wohlerphasen im Portfolio. Ein bisschen ausgeglichen. Es ist für Neulinge in dem Bereich, die noch gar nicht so sehr tief in der Materie stecken, extrem schwer. Also ich könnte auch nur schwer erklären, woran ich jetzt erkenne, dass ein System gut oder schwer, gut oder schlecht ist. Aber das ist tatsächlich kein Betrügersystem, sondern ein System, was ordentlich getestet wurde, wo die Ergebnisse in Ordnung sind. Aber was möchte ich damit eigentlich nur demonstrieren? Es ist extrem schwer, gute Systeme von schlechten Systemen zu unterscheiden. Egal, ob Sie das irgendwo kaufen oder ob Sie das zum Beispiel selbst entwickeln oder vielleicht haben Sie einen Programmierer oder können selbst programmieren. Es passiert sehr, sehr oft, dass man sich selbst auch ein bisschen in die Tasche lügt bei der Programmierung. Da kann man sich nur sehr, sehr, sehr schwer gegen wehren. Und die meisten lernen es nur dann, wenn folgendes Jahr eintritt. So. Gute Systeme, schlechte Systeme. Ich glaube, da haben wir auch sogar auf der Seite von der Fixbet gibt es ja auch im Partnerbereich noch eine Seite mit unseren Aufzeichnungen oder auf dem YouTube-Kanal von FXBet.
Da haben wir nochmal ein extra komplettes Webinar mal zugemacht und auch hochgeladen, wo es nur um das Thema geht, Betrüger EA von den guten oder normalen EAs zu unterscheiden. Genau, David, da haben wir eine eigene Playlist bei YouTube mit Webinaren von dir. Ah, perfekt, Kommt da genau. mal rein. Dann findet man noch ein paar Sachen zu dem Thema. Ist ein sehr interessantes Thema. Also wenn man sich wirklich dazu entscheidet, das Thema anzugehen und sich einen Roboter zuzulegen, dann sollte man unbedingt mal sich die 60 Minuten nehmen und reinschauen. Okay. Wir haben ja jetzt inzwischen, also seit 4 Jahren habe ich ja den Kontakt auch zu Tradern da draußen. Davor in der Vermögensverwaltung haben wir einfach unser eigenes Kapital gehandelt, den Vorteil gehabt. Man konnte quasi, ja, man hatte einfach keine Kundenkommunikation, man hatte keiner, der, ich sag einfach mal, mit irgendwelchen Sachen genervt hat. Man konnte quasi ganz entspannt mit der Jogginghose ins Büro. Man hat nur das eigene Geld verwaltet. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Klar, ist ein relativ entspanntes Arbeiten. Aber eine Sache, die hat auf jeden Fall gefehlt. Und zwar war das so, dass, ich sag mal, das Feedback oder die Ansichten von den Tradern, also von Ihnen da draußen. Und das finde ich, was wir so mit der AlgoCamp GmbH in den letzten 4 Jahren gelernt haben, extrem hilfreich. Also auch für Sie da draußen. Das sind die Punkte oder so die Frage quasi, woran scheitern die meisten Leute draußen, wenn sie das Thema Algo-Trading betreiben oder angehen? Also einfach ausgedrückt, weil es ein bisschen komisch klingt, aber viele Trader schaffen es, mit einem profitablen System trotzdem Geld zu verlieren. Das heißt, sie bekommen also Beispiel, sie alle haben sich am 1. Januar ein gewisses System zugelegt diesen Jahres und wir schauen heute mal auf die ganzen Konten von ihnen. Dann werden wahrscheinlich 50% heute gut vorne liegen, 30% werden weit hinten liegen und 20% sind so in der Mitte. Das ist ein ganz faszinierendes, also eigentlich ein trauriger Punkt, aber ein faszinierender Punkt, ja, aus dem man lernen kann, was ich Ihnen auch gerne mitgeben kann, wo da die Probleme sind. Ja, da muss man erstmal dahinter kommen. Entweder macht man selbst die Erfahrung und verliert viel Geld und merkt dann irgendwann, okay, ich habe das ganze Thema dann doch nicht verstanden oder die Gier kam dann irgendwie wieder rein. Denn ganz klar, ein schöner Verkaufspunkt, automatische Handelssysteme, keine Gier, keine Emotionen, das ganze Problem fällt weg. Ist prinzipiell richtig. Dem Roboter ist es völlig egal, ob wir heute am Allzeit hochkaufen. Er macht das, was er machen soll, was er in der Vergangenheit gelernt hat. Dem ist es auch egal, wenn das Konto heute 10% hinten ist und dem ist es auch egal, wenn das Konto heute 30% vorne ist. Er macht stur seine Arbeit und das da ist seine Stärke. Aber wir haben natürlich noch den Menschen, der davor sitzt, und zwar der den Roboter quasi in die Rente schicken kann, ihn ausschalten kann. Der Position bearbeitet. Das ist so Alltagsbrot bei uns. Wenn wir uns so die Nachrichten anschauen, dann haben wir so E-Mails wie, hey, der Roboter hatte heute oder gestern am Allzeit hochgekauft. Ich habe die Position manuell geschlossen. Wieso hat er das nicht selbst gemacht? So, schauen wir nach auf den Chart. Und der Markt lief trotzdem noch weiter nach oben. So, also das Problem ist das Eingreifen. Das Eingreifen der Trader sorgt dafür, dass sie trotz profitabler Strategie oder System immer noch Geld verlieren. Und dann ist es für mich nochmal einfacher zu verstehen, wieso generell so viele Trader da draußen Geld verlieren mit dem Thema. Es sind zum großen Teil die Ansichten. Schauen wir mal einfach auf einen Klassik-Chart von uns. Wir haben ein System. Beispielsweise steht als Angabe dazu durchschnittliche Rendite im Monat 5%. Durchaus realistisch, sind wir mehr bei 60%. Wenn das Risiko entsprechend hoch ist, kommen wir da auch irgendwie rauf. So, wenn wir das angeben, durchschnittlich 5%, jemand kauft ein System oder hat es sich selbst entwickelt und hat dann im Backtest, also in der historischen Analyse von 2010 bis heute den Wert rausbekommen, dass das System durchschnittlich 5% im Monat macht. Die Masse an Trader da draußen erwartet genau das. Die erwartet im Januar 5%, im Februar 5%, März, April, Mai, Juni, Juli, August, jeden Monat 5%. So, was aber nicht ganz klar ist, es ist eigentlich, es kann gar nicht werten, gemeint sein, das ist eigentlich klar, aber in dem Moment denkt man gar nicht so weit. Das ist die Traumvorstellung. Die Realität von
Durchschnittlich 5% sieht dann beispielsweise eher so aus. Wir haben im Januar 2,5% gemacht. Da kommen dann schon die ersten E-Mails rein, von wegen, ich dachte, der macht, ups, nein, zu weit. Ich dachte, der macht 5%. Dann im nächsten Monat nur 0,9%, wo die meisten schon sagen, huiuiui, ich wusste, das ganze Thema ist eh nur Betrug. Und dann kommt der dritte Monat, wo wir minus 5% machen und da sind die meisten dann schon raus. Da fangen sie dann wieder an zu zocken oder machen das System aus, suchen sich neue Systeme und oder im schlimmsten Fall schreiben sie das ganze Thema Algo-Trading einfach als Betrug ab. Funktioniert nicht, wusste ich eh, bringt nichts. Und dann kommen die Monate plus 5%, plus 20%. Rechnen wir das Ganze zusammen, was haben wir dann unterm Schnitt? Dann haben wir circa unsere 5% im Monat. So, und das ist die Realität und nicht das. Das heißt, die Erwartung, die wir haben an ein System, ist, ja, wie soll ich sagen, enorm wichtig. Jede Emotion kennt das System nicht, aber der Trader da draußen entscheidet in der Regel immer oft über Erfolg oder Niederlage. Anderes Problem, was wir haben als Trader da draußen, wir haben jetzt hier beispielsweise diesen Backtest. Kein Betrüger-Backtest, sondern wirklich ein realistischer Backtest von einem System, wo die Trades so durchgeführt wurden. Wir haben diese Performance-Kurve. Denken uns, ja klar, wir machen Gewinne, ab und zu haben wir mal kleine Verluste, aber gehört dazu, sind ja hier nur auf der Stelle treten, passt mir das System nämlich mit. So, dann geht das System los. Wir gucken uns die ersten Trades an und dann sehen die so aus. Also das heißt, der Anfang von dem Ganzen, das sehen wir wahrscheinlich hier einfach nicht, weil es so sehr skaliert wurde, sieht so aus. Und das ist immer so der Punkt, wo ich sage, schaut gerne ganz genau in den Chart rein und achtet auf die Details. Wenn ich jetzt so rauf gucke, denke ich mir, naja, komm, wo sind hier die Verluste? Aber schaue ich mir einfach mal so diesen Bereich an hier. Wir haben die Skalierung, die ist natürlich nicht so gut, aber wir sind hier von 46.000 auf, ja, was haben wir hier so circa, sind wir wahrscheinlich bei 40.000. Das heißt, wir haben einfach mal einen Verlust von 6.000 Euro drin. Ist im Gesamtverhältnis natürlich vollkommen in Ordnung. Wir sind hier bei circa 56.000 Euro auf dem Konto, da 6.000 Euro abzugeben, alles im Rahmen von der Rendite, vom Verhältnis her, aber da müssen wir uns im Vorfeld ganz genau mit beschäftigen und uns fragen, wenn ich das System jetzt starte und ich 6.000 Euro verliere mit diesem Volumen, kann ich das überhaupt ausleben? Also kann ich das überhaupt aushalten oder werde ich sofort nervös und mache das Ganze wieder aus und zu und lasse mein Geld auszahlen und bin weg vom Fenster? Die Frage müssen wir uns unbedingt im Vorfeld immer beantworten. Gar keine Frage, es ist schwierig zu rechnen. So die Thematik Rendite, Drawdown, was bleibt über, welches Volumen muss ich handeln und wie wirkt sich das auf unsere Rendite aus, auf den Drawdown? Wie viel Geld brauche ich? Ist extrem schwer. Gar keine Frage. Dafür haben wir, und das ist heute hier in dem Webinar, auch eine kleine Premiere, einen kleinen Rechner erschaffen. Das ist natürlich kostenlos, den schicke ich auch gerne gleich mal rum. Können Sie gerne nach dem Webinar einfach mal ganz in Ruhe durchrechnen. Was haben wir hier? Wir können hier einfach mal das Ganze mal durchspielen. Also, wir haben das jetzt hier mit System von uns gemacht, von Algocamp, wo wir einfach sagen: Hey, mich interessiert das jetzt einfach mal, was ist denn, wenn ich jetzt ein Konto habe mit 5.000 Euro? So, und ich möchte ein System handeln und handle da erstmal mal, nur mal zum Testen, 0,1 Lot, weil ich noch relativ, ja, ängstlich bei dem Thema bin und erstmal schauen möchte, wie das läuft. So, wir haben ja drei Systeme, die kann man sich nochmal in Ruhe ansehen auf der Webseite. Aber es geht primär so um die Rechnung im Hintergrund. Und ich sage, Starterbox, die hat mir gefallen. Und ich sage mal, berechne das Ganze mal. Das dauert ein paar Sekunden, dann wird das Ganze mal durchgerechnet. Und dann können wir ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie es laufen würde bei uns. Was haben wir hier? Wir haben die Performance kumuliert von 2010 an bis 2020 und sehen den Kontoverlauf, den Performanceverlauf. Das heißt, nach 10 Jahren haben wir hier in dem Beispiel beispielsweise 4.500 Euro verdient, sprich Kontostand Start bei 5.000, also sind wir dann bei 9.500 Euro Kontostand Ende. Hier unten in der Tabelle sehen wir nochmal genauer, was machen wir so oder wie entwickelt sich unser Konto. 2010 haben wir noch einen Gewinn gehabt von 152, 2013 von 1.700, also kumuliert über die Jahre hinweg und haben eigentlich einen ganz guten Zuwachs. Die Farben sind noch nicht korrekt eingestellt. Braun bedeutet, dass das Jahr an sich profitabel war und rot bedeutet, dass das Jahr
negativ geschlossen wurde, sehen wir hier beispielsweise Ende 2011 haben wir einen Gesamtgewinn von 1.003 Euro gehabt und 2012 einen Gesamtgewinn von 992. Das heißt, das ist ein ganz gutes Beispiel, wir haben hier ein Jahr lang das System laufen lassen und haben am Ende des Jahres unterm Schnitt 10 Euro verloren. Das ist eine ganz wichtige Frage. Sind wir so weit oder können wir uns so stark kontrollieren, dass wir das System ein Jahr laufen lassen würden, obwohl es unterm Schnitt dann noch 10 Euro verliert? Schwierige Sache, finde ich. Gerade wenn man skeptisch ist dem Thema gegenüber. Wenn ich das vorstelle, ich kenne mich nicht aus und bin neu in dem Bereich, würde ich mir auch denken, ich kann mir gut vorstellen, dass ich das nach 2, 3 Monaten wieder ausmache, weil ich nicht weiß, wieso ich hier was laufen lasse, was Geld verliert. Aber, und das ist das Wichtigste, die das Ganze verstehen, die wissen, das gehört einfach dazu. Und die es laufen lassen, die werden belohnt. Und das sehen wir hier auch beispielsweise in der historischen Darstellung, wer hier ausgemacht hat. Und ja, der ist nicht so glücklich geworden, aber der es laufen lassen hat, der hat sich natürlich gefreut über die Renditen. Aber auch hier, ganz klar, sage ich mal ganz gerne dazu und ist auch wichtig und richtig, historische Performance-Daten sind keine Garantie für die Zukunft, ne? Also wir können jetzt, es kann rein theoretisch vorkommen, da bin ich ganz ehrlich, dass wir hier heute einsteigen und sagen, top, die letzten 10 Jahre, die waren richtig gut, ich steige jetzt ein und ab sofort machen wir nur noch Verluste jedes Jahr. Kann rein theoretisch passieren. Also ein Roboter kann nicht in die Zukunft gucken, sondern der Vorteil vom Roboter ist halt, dass er die Vergangenheit ganz genau im Kopf hat und weiß, wenn jetzt eine gewisse Situation am Markt entsteht, dann guckt er quasi zurück und weiß, okay, ich weiß, in den letzten 10 Jahren gab es diese Situation schon 2000 Mal. Und wenn diese Situation eingetroffen ist, dann habe ich immer Geld damit verdient oder unterm Schnitt immer Geld verdient damit. Also gehe ich jetzt wieder rein. Das ist so einfach ausgedrückt die Logik von einem System, oder wo wir sagen, das System ist klüger als wir. Und da kann es auch passieren, dass das System am Allzeithoch kauft, wo sehr, sehr viele Trader dann sagen, nein, die Position mache ich manuell zu vom Roboter. Ich weiß es besser als Mitch. Ich habe die Daten nicht im Kopf, aber ich bin der Meinung, ich weiß es besser. Auch ein ganz, ganz großer Fehler, dass wir immer denken, es hat eine Relevanz, ob wir jetzt am Allzeithoch kaufen dürfen, ob wir am Tief verkaufen sollten. Sehr, sehr schwieriges Thema. Aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, uns muss immer bewusst sein, oder wir sollten uns im Vorfeld so einen Plan drüber machen, über unsere, ich sag mal, Karriere als Algo-Trader, um uns ein passives Einkommen aufzubauen. Natürlich, wenn wir hier so schauen, mal durchrechnen, ja gut, was mache ich hier im Jahr? So 450 Euro. Puh, lohnt sich für mich gar nicht. Was soll ich mit 450 Euro im Jahr? Klar, prinzipiell richtig. Wir sehen ja hier, in der Vergangenheit war zum Beispiel der maximale Drawdown nur bei 540 Euro. Verhältnis stimmt. Das heißt, die schlimmste Phase, die wir im Konto haben, die war leicht größer als so ein durchschnittliches Jahr. Eigentlich ein gesundes Verhältnis, vollkommen in Ordnung, finde ich persönlich. Und dafür gibt es auch den Rechner, um einfach mal dann durchzurechnen und schauen, okay, 450 reichen mir nicht. Ich nehme das Ganze mal ein bisschen hoch. Ich will 0,5 Lots handeln. Lass es mal durchrechnen. Schau, dann passt das mit meinem Konto. Dauert mir ein paar Sekunden. So. Und jetzt haben wir schon größere Renditen. Jetzt machen wir schon, ja, ordentliche Renditen, wo wir vielleicht sagen, naja, gut. Das Geld, was jetzt überbleibt, das reicht mir schon. Also das reicht mir wahrscheinlich nicht vielleicht nicht zum Leben, aber als super Nebeneinkommen zu meinem Job, zu meiner Rente oder zu meinem manuellen Trading, was ich durchführe. Maximaler Drawdown 2.700 Euro mit einem 5.000-Euro-Konto habe ich noch ausreichend Geld für die Margin danach übrig. Das sind so die Zahlen, die wir mal ein bisschen rumspielen können. Ich schicke gerne mal den Link in den Chat rein. Wie gesagt, hier geht es gar nicht um dieses Thema einzeln, sondern eher so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das sich so verhält. Risiko, Rendite, Volumen, Kontogröße, einzelne Systeme. Finde ich eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, kleine Premiere heute. Haben wir noch gar nicht auf die Seite mit eingebaut, aber wird in den nächsten Wochen auch noch online gehen, um sich das Ganze nochmal genauer Hey, anzusehen, ein bisschen durchzurechnen. Ja.
Hast du den Link jetzt in den Chat gepostet an alle oder schau noch mal rein kurz? Genau, der So. ging an alle. Ja, der ging an alle. Okay, perfekt. Genau. So, dann gehen wir mal kurz zurück. So, also, wir müssen jetzt mal kurz zusammenfassend, passives Einkommen ist quasi vorhanden, aber nicht 200%. Wir müssen immer wieder agieren. Größter Fehler, und das finde ich eigentlich so ein sehr, ja, ein extrem wertvolles Wissen für Sie da draußen, was so die Fehlerquellen sind, also wie man trotz profitablem System auch Geld verlieren kann. Ganz wichtig, immer im Vorfeld sich den Plan zu machen. Wir haben ja hier die Analyse beispielsweise gesehen. Wenn ich jetzt sage, 5.000 Euro, ich fange damit an, ich will 0,5 Lots handeln, da muss ich mich fragen und ganz ehrlich sein, kann ich es aushalten von meiner Einstellung, von meinem finanziellen Verhältnis her, 2.700 Euro zu verlieren? Wenn ich jetzt schon sage, nein, wenn ich 200 Euro auf dem Konto verliere, dann ist bei mir schon Ende, dann werde ich damit niemals glücklich. Wir müssen immer damit rechnen, der maximale Drawdown wird früher oder später einkommen. Er kann größer werden, er kann auch kleiner sein, wir wissen es nicht. Aber das ist eine Frage, die sollte man zum Vorfeld klären. Wenn ich sage, 2,6, das ist ein bisschen zu viel, dann gehe ich halt runter auf 0,4 Lots pro Trade. Bin ich im Drawdown ein bisschen geringer? Aber das sind Fragen, die müssen wir unbedingt im Vorfeld klären. Das hat nicht zwingend mit unserer finanziellen Lage zu tun. Klar, natürlich spielt es auch eine Rolle. Aber es kann genauso sein, dass wir mehrere Millionen auf dem Konto haben, aber trotzdem da sensibel sind, wenn wir Geld verlieren. Und wie gesagt, das hat nicht zwingend was mit der finanziellen Situation zu tun, sondern einfach so ein bisschen mit unserer Einstellung. Wenn ich sage, na, okay, 2.100 ist immer noch ein bisschen zu viel, gehe ich auf 0,3 Lots. Dann bin ich wahrscheinlich knapp unter 2.000 Euro vom Jordan her, 1.600 Euro. Wenn ich jetzt sage, diese Summe zu verlieren, ist vollkommen in Ordnung. Ich weiß, das ist ein Investment in ein System, vom Kapital her bin ich bereit zu verlieren. Nach 10 Jahren 14.000 Euro zu verdienen, ja, auch in Ordnung. 1.400 Euro im Jahr ist super, mache ich im Monat gute 100 Euro. Da würde es sich lohnen, sowas anzugehen, einzurichten, zu installieren und ab und zu mal überwachen. Ganz, ganz wichtig, vergessen viele im Vorfeld, sich diese Frage zu stellen und gucken einfach nur, was gibt das Konto her? Ich habe 5.000 Euro drauf, wie viel kann ich maximal handeln an Volumen? Habe vielleicht noch den großen Hebel und setze quasi alles all in auf den Trade und merke dann erst im Nachhinein, dass ich einen maximalen Drawdown von 5.000 Euro hatte beispielsweise, obwohl mein Konto viel, viel kleiner ist. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und ich hoffe, dass Ihnen das nicht passiert, wenn Sie das ganze Thema angehen, sondern einfach im Vorfeld immer daran denken, was machen so die typischen Trader draußen immer falsch? Und das müssen wir nicht nochmal umsetzen und nicht nochmal machen, den gleichen Fehler. So, dann schauen wir mal kurz zurück, wo sich das Ganze jetzt ein bisschen unterscheidet. Vielleicht kennen Sie die Begrifflichkeit Robo-Advisor. So, das nennt man ja so ein bisschen, nennt man ja die moderne Vermögensverwaltung, nennen sie es so. Da ist die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied zum Algo-Trading, was wir jetzt hier besprechen? Was haben wir bei Robo-Advisor? So ein relativ, ja, frisches Thema. Ich weiß gar nicht, wie lange die am Markt sind. 2, 3 Jahre. Aber da ist es so, dass wir Geld investieren. Also es ist eine digitale Vermögensverwaltung. Wir öffnen irgendwo ein Konto, zahlen das Geld ein, sagen, wie wir unterwegs sind, risikofreudig, konservativ oder all in. Dann handelt ein Roboter unser Portfolio, also in der Regel tradet es nicht wirklich gehebelte Produkte, sondern es handelt ganz klassisch Aktien und ETFs. Genau, starten das Ganze und es läuft halt durchgehend automatisiert. Wir müssen da eigentlich gar nichts machen. Klingt im ersten Moment ein bisschen ähnlich zu unserem Thema, also zu dem, ich sag mal, eigenständigen automatisierten Börsenhandel. Klingt schon sehr, sehr ähnlich, aber die Unterschiede sind dann doch eigentlich sehr groß, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Wie sieht das aus? Wenn wir also heute sagen, finde ich toll das ganze Thema, und dabei ist es völlig egal, ob Sie
das System programmieren lassen, ob sie ein kostenloses System finden, ob sie eins von uns, eins von irgendjemand anders kaufen, völlig egal. Darum geht es gar nicht. Sondern wenn Sie generell sagen, das interessiert Sie, was kommt da auf Sie zu im Vergleich zum Beispiel zu der digitalen Vermögensverwaltung, zu Robo-Advisern? Vorteil ist eigentlich ganz klar. Sie haben keinen Mann dazwischen oder keine Frau dazwischen, die die Hand aufhält und Gebühren verlangt. Also Sie haben keine Verwaltungsgebühr, die wir beispielsweise bei Robo-Advisern in der digitalen Vermögensverwaltung haben. Sie haben keine Performance-Gebühr. Also wenn Sie auf Ihrem Konto 10.000 Euro im Jahr machen, dann müssen Sie davon nichts abgeben. Also nur dem Finanzamt, aber nicht dem Programmierer, außer Sie haben irgendwelche Special-Verträge abgeschlossen. Der Broker möchte von Ihnen keine Gewinnbeteiligung haben. Sie haben da keine Verwaltungsgebühr, keine Ausgabegebühr. Das, was Sie so bei Fonds haben, fällt komplett weg. Dafür aber, können wir als Nachteil sehen, sehe ich nicht direkt so, ist, dass wir natürlich einmal Kosten haben. Wenn wir ein System programmieren lassen, kaufen, dann zahlen wir halt einmalig eine Summe. Oder wir mieten das Ganze, dann zahlen wir halt monatlich eine Summe. Aber da kommen wir, wenn wir das Ganze durchrechnen, in der Regel viel, viel günstiger raus, als wenn wir das Geld dem Fondsverwalter, dem Vermögensverwalter geben, der da seine Prozente abzieht. Muss man immer durchrechnen, aber in der Regel lohnt sich das eigentlich, egal ob groß oder klein, wer unser Konto ist. Es lohnt sich eigentlich immer, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen und keine Person dazwischen zu haben oder Firma, die halt die Hand aufhält und ein bisschen mitverdienen möchte. Ist gar nicht böse gemeint, alle müssen ja von irgendwas leben, aber hier kann man schon eine Menge sparen. Geldauszahlung hatte ich am Anfang schon erwähnt. Ich meine, wenn ich jetzt in 10 Minuten sage, ich habe keine Lust mehr auf das Thema, ich will kein Handelssystem mehr aktiv haben, dann ist das eine Sache von 2 Klicks. Ich gehe in meinen MetaTrader, klicke hier oben auf Auto Trading. Das heißt, ich deaktiviere alle Handelssysteme. Das war's. Jetzt gehe ich auf die Seite von FXBird, lasse mir mein Geld auszahlen und vorbei ist das Thema. Also wir müssen hier keine großen Anträge stellen oder eine Kündigung suchen, wie wir das Ganze kündigen können. Das haben wir hier einfach nicht. Das ist ein ganz großer Vorteil. Also Sie kennen das wahrscheinlich, haben alle schon mal Gelder ausgezahlt und eingezahlt bei FXBird. Geht alles rucki-zucki, keine großen Probleme, egal was wir mit dem Geld machen wollen. Da kommen wir relativ schnell ran. Handel jederzeit stoppen. Wir haben es ja gerade gesehen. Also wenn wir, das haben wir jetzt zur Brexit-Zeit zum Beispiel gehabt, haben viele Trader, waren ein bisschen besorgt über das Thema und haben dieses Thema dann lieber ausgemacht. Ist hier gar kein Problem. Ein, zwei Klicks ist das System aus. Bei Fonds wird es schon mal schwieriger. Na, da kann das Geld in der Regel nicht einzeln rausgezogen werden. Ist mal eine Sache von den Verträgen her. Ob wir das stoppen können, in der Regel nicht. Aber finde ich persönlich auch angenehm, wenn ich aber jetzt halt sage, auch wenn das Ganze funktioniert, aber ich bin einfach skeptisch dem gegenüber, jetzt irgendwie zu handeln. Wenn wir jetzt gerade ein großes Beben am Markt haben und ich sage, nein, möchte ich nicht, kein Problem. 2 Klicks, mein Geld ist auf dem Konto und wird nicht weiter automatisiert verwaltet. Die Abhängigkeiten von anderen finde ich persönlich, nicht nur im Trading-Bereich, sondern generell eigentlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn da draußen der Robo-Advisor, der Vermögensverwalter einfach sagt, ich habe keine Lust mehr oder ich verdiene so viel Geld mit meiner Strategie, ich will euch gar nicht mehr daran beteiligen oder was auch immer, die Firma gibt es nicht mehr und so weiter. Die Abhängigkeit haben wir hier im automatisierten Trading, im eigenständigen nicht. Das ist so wie Ihr manuelles Trading. Also Sie brauchen nur einen Broker. Hier haben Sie FXBet. Ja, selbst wenn der Fall eintritt, der nicht eintreten wird, hoffentlich, dass es den Broker nicht mehr gibt, dann können Sie rein theoretisch zu einem anderen Broker gehen und da weiterhandeln. So, also wir haben hier keine wirkliche Abhängigkeit. Klar, wir brauchen Strom, wir brauchen Internet, wir brauchen den Broker. Aber wenn wir dann automatisiert unterwegs sind, dann haben wir ich sag's mal trocken, unser Stück Software, unser Handelssystem. Das liegt auf unserem Computer, das speichern wir uns ein paar Mal ab und sichern das Ganze. Und da brauchen wir keine andere Person, damit es irgendwie läuft. Also die Abhängigkeiten sind nicht da. Wenn wir keine Abhängigkeiten haben, dann ist es in der Regel auch so, dass wir da keine Gebühren oder sonstige Kosten dann immer wieder abdrücken müssen, damit das Ganze, ja, ich sag mal, funktioniert. Gut. Also zusammenfassend, was haben wir so für Vor- und Nachteile?
Nachteile, wie gesagt, das Thema an sich ist komplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer noch frisch im Trading-Thema ist, da wird wahrscheinlich jetzt sich noch denken, puh, klingt interessant, aber wie sind die nächsten Schritte, wie komme ich dazu? Oder ich möchte mal was Eigenes programmieren. Hatte ich ja auch zu Beginn gesagt, Börse ist ein Thema für sich, Programmierung ist ein Thema für sich. Das Ganze zu kombinieren ist nicht in 5 Minuten erledigt, da bin ich ganz ehrlich. Was haben wir natürlich für Alternativen? Wenn wir sagen, ich kann nicht programmieren, ich will nicht programmieren und ich will auch keinen Programmierer finden, dann kann ich mir einfach auch fertige Systeme kaufen oder kostenlose herunterladen zum, sag mal, zum Testen, zum bisschen spielen mit dem Demokonto. Haben wir ja auch im MetaTrader welche vorinstalliert, hier so Standard MACD-Sample beispielsweise. Mache ich mir einfach ein Demokonto auf, schiebe das einfach auf den Chart drauf, aktiviere das, stelle ein bisschen was ein, lasse das Ganze laufen. Und dann kann ich zum Beispiel so erste Erfahrungen sammeln. Also einfach mal zu sehen, wie läuft das? Wie sieht das aus? Piept das? Passiert da was im Konto? Muss ich da was machen? Also passiert da nichts. Das ist ein Demokonto, Spielgeld. Und da muss man nicht Geld ausgeben, um jetzt System richtig für zu kaufen. Dann kann man einfach irgendwelche Testsysteme hier nehmen, ohne die Erwartung zu haben, dass natürlich damit Geld verdient wird. Ich meine, standardmäßig wird im MetaTrader kein System vorhanden sein, was langfristig Geld verdient, das glaube ich nicht. Aber um einfach mal zu sehen, wie funktioniert das Ganze. Und das ist schon faszinierend. Vielleicht macht das ein, zwei Trades und sie sagen, wow, super, irgendwie magisch, möchte ich jetzt weiter angehen, das Thema. Vorteile, ganz klar, keine Emotionen, keine Gier, es sei denn, sie greifen zwischendrin ein. Die schnelle Reaktion am Markt, muss ich sagen, ganz, ganz großer Vorteil. Wir sind nicht am PC, wir haben andere Sachen zu tun, wir schlafen gerade, was auch immer. Egal ob 2 Uhr nachts, 14 Uhr nachmittags oder 20 Uhr abends, das System ist halt immer an. Ich meine, der Devisenmarkt hat immer auf. Und der Markt bringt halt nicht nur dann Gelegenheiten, wenn wir am Rechner sitzen, sondern der Markt bewegt sich dann, wenn er möchte. Und es kann auch dann sein, wenn wir schon tief im Schlaf sind. Und da ist natürlich der Vorteil, der Roboter ist durchgehend an, auch wenn unser Computer zu Hause aus ist und wir das Ganze auf dem Server laufen lassen. Ist immer betriebsbereit und braucht nur wenige Millisekunden, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Der Markt fällt plötzlich, er prüft automatisiert, war diese Situation, die wir jetzt haben, in der Vergangenheit profitabel? Wenn ja, dann gehe ich jetzt sofort rein, wo wir als manueller Trader, selbst wenn wir davor sitzen würden, wahrscheinlich erstmal nachrechnen müssten oder überlegen müssen, puh, gehe ich jetzt rein und dann läuft der Markt weg und dann laufen wir zu spät rein. Wir kennen alle die Problematiken, die wir so haben, wenn wir still und heimlich unser Konto handeln. Letzter Punkt und die ist die konsequente Umsetzung. Ich glaube, da fühlt sich auch der ein oder andere direkt angesprochen. Strategien, die haben wir wahrscheinlich oder hoffentlich alle da draußen. Wir haben uns ein bisschen was zusammengebastelt oder eine mit der Zeit entwickelt oder gefunden, die halt sagt, so, wenn der Markt heute um 5% steigt, dann gehe ich immer short. 10 Punkte Stop-Loss, 20 Punkte TP, macht das immer. Und wahrscheinlich machen wir das nicht immer, weil wir es vergessen, weil der Markt jetzt gerade wieder am Allzeithoch beispielsweise ist und wir sagen, puh, da traue ich mich nicht oder möchte ich nicht und da, nee, ich glaube, heute funktioniert es nicht. Führt in der Regel dazu, dass wir Geld verlieren dadurch, weil wir immer wieder ein Bauchgefühl drin haben. Aber auch das gibt es beim Roboter halt nicht. Der, und das ist so der größte Vorteil, würde ich sagen, macht einfach. Er macht das, was er machen soll. Er macht das, was wir als manueller Trader eigentlich machen sollten, wenn wir eine Strategie haben, die wir mal definiert haben, umsetzen. Aber das machen wir in der Regel ja auch nicht, sondern sind da immer so ein bisschen launisch unterwegs und handeln. Mal sind wir Volumen-Trader, mal sind wir Range-Breakout-Trader, was auch immer. Der Roboter, der kennt das nicht. Der ist da knallhart da rund und zieht einfach durch, was er machen soll. So. Ich bin von den Punkten erstmal so weit durch. Zeitlich sieht es auch ganz gut aus. Wir haben noch 10 Minuten. Gerne, gerne, gerne Fragen herein. Soweit haben wir keine offen. Gerne ein paar Fragen zu reinposten. Ansonsten gehe ich noch mal ganz kurz auf unsere Seite. Das hatte ich ja schon rumgeschickt. Der Renditerechner, algo-camp.de Renditerechner. Können wir ein bisschen mit rumspielen. Und ansonsten, wenn Sie natürlich interessiert sind an dem ganzen Thema,
Wie gesagt, auf dem YouTube-Kanal von FBXBet gibt es eine große Playlist von den letzten, ja, ich glaube, das sind schon gut 3,5 oder 4 Jahre Partnerschaft mit FBXBet. Da finden wir alle möglichen Webinare mit vielen, vielen Infos zu dem Thema generell. Also wenn Sie wirklich sagen, neu in dem Thema und es interessiert Sie und Sie möchten ein bisschen mehr erfahren, dann ja, würde ich mir das auf jeden Fall mal ansehen. Und die ein oder anderen Themen raussuchen, um zu gucken, passt das für mich oder ist das für mich oder ein bisschen Wissen aneignen, was man so benötigt. Und ansonsten, wenn Sie generell sagen, Systeme an sich sind interessant für mich, wir haben drei Entwickler, die wir anbieten. Das ist einmal der Daily Cash, der Money Maker und die Starterbox speziell für Einsteiger aufgebaut. Und wenn Sie da sagen, interessiert mich, ich gucke mal ein bisschen die Kennzahlen an. Dann kann man auch einfach auf die Detailseiten gehen, sieht nochmal die Performance historisch, ein paar Informationen dazu und dann kann man sich das ganz in Ruhe ansehen. Ganz wichtig zu wissen, das Ganze läuft sowohl mit dem MetaTrader 4 als auch mit dem MetaTrader 5 von FXBet. Das heißt, wenn Sie ein 5er-Konto haben oder ein 4er-Konto, Sie müssen nicht zwingend ein neues Konto eröffnen. Sie können einfach das Bestehende nutzen. Sie können auch nebenbei noch manuell handeln. Sie können auch noch 5 andere Systeme drauf lassen, laufen lassen. Alles technisch. Gar kein Problem. So, gehen wir die Fragen mal durch. Bekommt man bei AgroCamp auch die grobe Strategie erklärt, nach deren der EA arbeitet? Ganz interessante Frage. Die Strategien im Detail, die erläutern wir nicht. Das ist unser kleiner Schatz, den wir quasi bewahren. Aber grob bekommt man auf jeden Fall die Info mit. Also beispielsweise wäre die grobe Information: System XY handelt dynamische Range Breakouts, das heißt, er misst über einen Tag lang automatisch, versucht da gewisse Bereiche zu erkennen, aus denen Ausbrüche gehandelt werden. Wir haben immer einen Stop-Loss am Markt, der TP erfolgt so und so. Die Infos gibt es auf jeden Fall, aber nicht die Details-Infos, um quasi das Ganze eigenständig manuell nachzuhandeln. Genau. Hier kam noch die Frage: Ist Algo-Investor als seriös zu beurteilen und wo finde ich die Videos bei FXWert? Ja, auf dem FXWert YouTube-Kanal können wir gerne nochmal gleich den Link raussuchen oder posten. Wir haben hier auch auf der Seite von FXWert, oben bei Training Partner, gibt es hier die Seite von uns, von AlgoCamp. Da findet man auch noch ein paar Sachen dazu. Und ich glaube, hier müsste auch irgendwo nochmal der Link sein. Vielleicht kannst du den nochmal raussuchen und den hier in den Chat reinposten. Aber wir haben eine eigene Playlist Ich bei suchte den Link YouTube einmal auch eben noch raus. dazu. Super, perfekt. Ja, danke dir. Genau, die Frage: Algo Investor habe ich persönlich nicht getestet. Ist, soweit ich weiß, auch vertreten mit dem einen oder anderen Webinar hier bei FXBet. Ich habe die zwei Betreiber schon mal kennengelernt und kann auf jeden Fall sagen, dass das jetzt keine Betrüger sind. Also da sind seriöse Leute, die dahinter stecken, ganz nette Leute, da muss man jetzt keine Angst haben, dass da irgendwas Schlimmes passiert. Also genau, aber wie gesagt, ich nutze die Software selbst nicht, ich kann dazu nichts weiter sagen, außer dass da auf jeden Fall kein Betrug betrieben wird und dass die Menschen dahinter auf jeden Fall wissen, wovon sie reden. So, perfekt, dann haben wir erstmal alle Fragen durch. Da kommt noch eine. Benötigt man ein VPS, also einen Trading-Server? Zwingend nicht, aber es wird ganz klar empfohlen. Denn der Devisenmarkt hat ja rund um die Uhr auf. Und das System wird auch rund um die Uhr Situationen finden. Denn die historische Analyse, die wir zum Beispiel in dem Renditerechner haben oder generell in dem Backtest, basiert ja auch darauf, dass das System rund um die Uhr handelt. Und wenn ich jetzt das System zu Hause laufen lasse, auf meinem Laptop, Computer, was auch immer, und ich den irgendwie nur von 8 bis 18 Uhr anhabe oder so, dann entgehen mir viele Chancen. Wir sollten auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, na gut, ich lasse den Computer einfach durchgehen zu Hause an, dann kann ich auch rund um die Uhr handeln. Funktioniert in der Theorie, aber in der Praxis sieht es anders aus. In der Praxis haben wir Windows-Updates, da wird der Stromstecker gezogen, um den Staubsauger reinzustecken. Die private Internetleitung zu Hause, die trennen sich zum Beispiel alle 24 Stunden automatisch. Das merken wir gar nicht, aber es wird so mitten in der Nacht mal durchgeführt. Das heißt, das System hat dann ein paar
ja, wenige Minuten oder Sekunden keine Verbindung, um zu handeln. Es kann zu Hause viel zu viel passieren. Also zu Hause, das ist gar nicht wertend gemeint, haben wir einfach eine private Umgebung. Das ist keine Business-Umgebung, sondern ein Trading-Server. Das müssen wir uns so vorstellen, das ist ein kleiner Computer, der im großen Rechenzentrum steht mit vielen anderen tausend Computern. Und der hat ja dann eine professionelle Umgebung. Das heißt, der hat eine redundante, also eine doppelte Stromversorgung, eine doppelte Internetversorgung. Da ist quasi alles zweimal vorhanden. Fällt der Strom aus und die zweite Stromversorgung, dann ist dann noch ein Dieselgenerator im Keller, um das Ganze zu betreiben. Also das ist eine professionellere Umgebung, die wir schon nutzen sollten. Klar, ein Server kostet monatlich was, aber wenn nur einmal was zu Hause ist und wir einen Trade nicht mitmachen oder der Roboter nicht mithandeln kann, dann ist das Geld für ein paar Monate ganz schnell wieder drin. Also unsere Empfehlung ist auf jeden Fall unbedingt, das Ganze auf Trading-Server laufen zu lassen. Deswegen haben wir beispielsweise in der Starterbox, das ist ja hier auch bei FXWeb mit auf der Seite verlinkt, hier die Starterbox, haben wir zum Beispiel noch einen Trading-Server für die ersten Monate mit reingepackt. Ist auch noch wichtig, da sollten wir nicht am falschen Ende sparen. Sind wir so bei circa 15, 20 € im Monat. Wenn wir da ein bisschen zu geizig für sind, dann sollten wir uns mal überlegen, dieser Geld will denn sonst hin und wieder mal verzocken mit Trades. Da ganz klar die Empfehlung, nicht daran sparen. Muss man nicht machen, aber sollte man auf jeden Fall. So, sehr schön. Und der David, VP, ich glaube, ja. ich habe noch im Chat jetzt gerade die Playlist von dir reingestellt, also Ah, von super. Agrocamp bei YouTube von uns und noch einmal unseren YouTube-Kanal an sich. Na, also falls jemand Ja. da gerne Videos gucken möchte, da haben wir auf jeden Fall immer die neuesten Webinare online. Perfekt, super, danke dir. Genau, dann haben wir die Liste auch noch für alle da. Die letzte Frage und dann haben wir alle durch ist, funktioniert der VPS dann auch mit einem bestehenden Konto? Ja, auf jeden Fall. Also wenn Sie jetzt ein Konto haben, beispielsweise bei FXBet, dann müssen Sie ja kein neues aufmachen, sondern wir müssen uns das so vorstellen, das zeige ich noch ganz kurz. Wir sehen ja, ich habe ja hier, habe ich ja zu Hause. Das Webinar mache ich ja am Mac, also am MacBook. Sehen wir hier, das alles ist nicht PC, sondern das ist Mac. Und das hier ist halt die Verbindung zum Trading Server. Hier habe ich ja Windows, wir sehen das hier oben, sieht alles aus wie Windows. Das ist der Server. Das heißt, ich kann mein Laptop gleich zuklappen, ich kann das Fenster hier zumachen, das System läuft weiterhin. Und hier kann ich mich x-beliebig mit allen möglichen Konten halt einloggen. Also ganz einfach ein Login, Konto-Login, gebe hier meine Daten ein und bin dann drin. So, hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich auf Arbeit bin, unterwegs bin, dann muss ich nicht immer einen MetaTrader installieren. Kennen es ja, wenn wir auf Arbeit sind, dann wollen wir vielleicht nicht unbedingt den MetaTrader installieren, der entdeckt wird, sondern wir stellen einfach die Verbindung her zum Server und können alles verwalten. Und dafür brauchen wir natürlich ein Programm, um die Verbindung herzustellen, aber Windows hat das zum Beispiel schon vorinstalliert. Das ist ein Standardprogramm, heißt Remote Desktop Verbindung. Da geben wir die IP-Adresse ein, benutzen einmal ein Passwort. Und dann können wir von überall aus der Welt, von überall, vom Arbeitsplatz, vom wo auch immer, Urlaub aus, können wir darauf zugreifen. Und theoretisch kann ich am Strand liegen und sagen, genug verdient für heute, ich mache das System aus, mache das Fenster zu und auf dem Server läuft es trotzdem weiter. Also das System ist aus, aber der MetaTrader ist zum Beispiel noch an. So, perfekt. Dann haben wir alle Fragen durch und haben fast eine Punktlandung gemacht. Ja, 2 Minuten haben wir theoretisch noch, aber ich denke mal, dann sollten wir nicht unbedingt in die Länge ziehen. Ich bin durch mit meinen Themen und Fragen sind auch alle beantwortet. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich kommen jetzt noch Fragen im Nachgang, ja, oder so in den nächsten Stunden oder Tagen. Dann gerne, je nachdem, was es für eine Frage ist, kontaktieren Sie einfach gerne das Team von FXWirt oder kontaktieren Sie einfach uns von AgroCamp. Dann gerne auf unsere Webseite gehen, das Kontaktformular nutzen oder uns eine E-Mail schreiben. Wie auch immer, wen auch immer Sie kontaktieren, sehr, sehr wahrscheinlich bekommen Sie da die Antwort oder die passende Antwort auf Ihre Frage. Und ja, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ja, passen Sie gut auf Ihre Position auf und ich würde mich freuen, wenn ich demnächst wieder von Ihnen hören würde. Vielen Dank. Danke, David, auf jeden Fall. Danke dir. Von mir auch nochmal und natürlich von FXFlat. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie heute hier waren. Das nächste Webinar mit David ist dann wieder zum Forex Screener.
am 30.03. Ja, also schon mal vormerken im Kalender, dass Sie dort auf jeden Fall auch vorbeischauen. Von meiner Seite wünsche ich jetzt noch einen angenehmen Abend und David, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.